dann machst du nur eins. Ja, liebe Herren und Herren, herzlich willkommen in meinem kleinen Büro an der Tisch. Danke dir. Ja. Die neue Session klopft ja schon mit karamellen verschmierten Fingern an die Tür. Und ich habe auf einmal ein Problem. Uns ist bei der letzten Vorstandssitzung aufgefallen, wir haben ja gar keine Tanzgruppe mehr. Das heißt, wir haben jetzt schon noch eine, aber die ist bei der letzten Abnahme nicht mehr durch den TÜV gekommen. Unser jüngstes Funke Marieche ist im Krematorium näher wie dem Klimakterium. Die Kantiopie hieß das noch von der Einschulung, und zwar als Klassenlehrerin. Hebelfiguren, die waren ja letztes Jahr schon nur mit dem Gabelstapler möglich. Das heißt, wir brauchen dringend Ersatz. Und deshalb richte ich in dieser kleinen Botschaft einen flammenden Hilferuf an alle Tanzsportinteressierten da draußen. Kommt bitte zu uns. Wir nehmen wirklich jeden zwischen 15 und 75. Tanzerfahrung wäre natürlich schön, ist aber auch kein Muss. Das wär mir schon genug, wenn ihr mal aus Versehen bei Let's Dance reingezappt habt. Oder wenn ihr wisst, wer bei Dirty Dancing mitgespielt hat. Sogar wenn ihr mal mit 3 Promille beim Schützenball in Ostwestfalen unglücklich in eine Polonaise reingeraten seid, reicht als Qualifikation völlig. Wenn wir machen jetzt auch kein Vortanzen oder so ein Quatsch. Nein, wir tanzen bei uns auf der Sitzung ja sowieso immer Vollplayback. Ne? Bisschen lächeln, bisschen winken, ne? Paar Schritte antäuschen, fertig ist die Laube. Aber übrigens, Tänzer aus anderen Kulturkreisen sind bei uns immer herzlich willkommen. Und besonders gerne nehmen wir muslimische Bewerber, die kommen wenigstens nüchtern zum Auftritt. In diesem Sinne, sehr zum Wohle. Ich krieg noch eins.